Ja, die haben alle zu tun. Oh, du kannst jetzt noch einen Moment warten. Auf dich habe ich nämlich vergessen, dich abzugraden. Du brauchst nämlich nur noch 3 Ticks, dann hast du Level 5 erreicht. Sehr schön. Und ja, ich kann ein bisschen schon mal anfangen mit dem, mit der schlimmsten Raumdekoration überhaupt, die aber ziemlich passend ist. Da wir ja genug Turmalin haben. So. Ja, noch einen Tick und er hat Level 5 erreicht. Sehr schön. Und Turmalin Wende noch. So. Du wirst jetzt noch ein Gelehrter. Und hier wird weiter Turmalin gebaut. So. Ja, das Labor ist fertig. Eingerichtet. Sieht das nicht schön aus? Da hat im Augenblick keiner Lust zu graben. Ah, der eine schläft noch. Das ist okay. Dann graben wir hier noch rein. Wir haben schon ziemlich viele Orte, wo wir hingraben wollen. Wenn man sich das mal so ansieht. Aber hey, es klappt, wir kommen voran. Ach, jetzt graben sie hier. Gut, hier haben sie den Stein rausgeholt, der noch war. Und da ist eine neue Steintafel für uns. Sehr schön. Lass mal lesen, was auf dieser hier geschrieben steht. Seid ihr noch beim Aufwärmen? Wenn ihr wirklich erst hier seid, dann habt ihr noch ein ganzes Stück Grabarbeit vor euch. Macht es euch etwa keinen Spaß? Gibt es denn etwas Schöneres als Graben? Grabt immer schön weiter. Schade, dass du nicht lebendig bist. Ich würde dich wahrscheinlich erwürgen. So. Und hey, cool, da ist ja auch noch. Achso, ihr macht jetzt gerade das da weg. Das da ist, glaube ich, noch besseres Edelerz. Oh, und hier wäre noch Eisen. So, grab doch mal das weg. So, Forschungspunkt für Befestigungen. Ermöglicht den Bau von Verteidigungsstellungen. Das müsste hier jetzt sein. Ja, jetzt können wir Wände bauen. Also richtige Wände. Nicht die Wandverzierungen, die wir hier so haben. Also Mauern. Erhöht die Zufriedenheit ihrer Siedlung. Ja, die ist schon ziemlich zufrieden, die Siedlung. Oh, was ich mal bauen könnte, was die Zufriedenheit garantiert auch steigert, sind noch ein paar so hübsche Sachen hier. Also neben dem Besen in der Ecke könnte ich zum Beispiel hier mal
einfach mal aus Jux und Tollerei einen Wächter platzieren. Also einen falschen Wächter natürlich. Und hier auch zwei. Wir haben ja genug Eisen. Und vielleicht hier in der Ecke ein Werkzeugfass. Was hätten wir noch? Der legendäre Henkelkrug. Prestigekamin, ein Schatzhaufen. Oh, wir haben wieder Gnome gefunden. Ja, grab das noch aus. Wir haben gerade die Hühnchen verkauft. Und ihren Tisch mit Fleisch. Also wir sind nicht gerade die freundlichsten Zwerge. So, du nach da oben. Da setzen wir mal wieder eine Brücke drüber. Sicher ist sicher. So, und eine Leiter. Nach hier unten. Und da wäre etwas Stein für uns. Ja, und die Sachen, die Ziersachen werden langsam auch gebaut. Ich erkenne zwar nicht genau, wo du hin willst. Eine Gnomin. Ja, die Entwickler sind echt Sadisten, dass sie solche eigentlich friedlichen Geschöpfe einbauen, die man dann töten muss. Zum einen, um die King's Quest abzuschließen. Zum anderen, weil die Zwerge einfach gern raufen. Ist das doch schon etwas fies. Aber ja, sonst kriegen wir wahrscheinlich auch niemals die 15 Feinde King's Quest fertig. So, du gehst da drüben graben, okay. Hier ist halt nur ein Steinvorkommen. Tja, ich bin gerade am Überlegen. Ich könnte hier unten auch alles mit Holz auskleiden. Gucken wir nochmal nach oben, ob sich mittlerweile irgendwo Wölfe befinden. Nö. Und ja, hier sind solche Holzmauern, die wir bauen könnten. Also so könnten wir sozusagen Engpässe bauen. Mauern helfen euch bei der Verteidigung der Laufwege eurer Zwerge. Außerdem halten sie Feinde aus eurer Siedlung fern. Ja, also diese Mauern, die sind eigentlich... Na okay, manche bringen... bisschen Zufriedenheit. Die Drachenblut-Steinmauer zum Beispiel oder Mauerstein- und Titanmauer, Mauerstein-Obsidianmauer. Eisenbewehrte Holzpfähle. Ja, ein paar bringen Zufriedenheit, aber ansonsten sind sie hauptsächlich dazu da. Habe ich wieder was entdeckt? Oh, ein Goblin. Goblin mit Büchern. Vor allem ein Level 6 Goblin. Und der portet sich. Ich hoffe, mein Militär kommt.
Ja, mein Militär kommt. Oh. Dich hole ich erstmal hier raus. Genau, konzentriere dich lieber auf unsere Zwerge, die dich angreifen, als auf die Betten. Gut. Ja, hier. Hier ist noch jede Menge Stein. Was weg kann. Ups. Das war nicht so geplant. Da ist auch noch Stein. Ja, wir kommen langsam tiefer. Da wäre noch ein Block zum Ausgraben. Und von hier aus könnten wir... Nee, ist zu niedrig, oder? Nee, wäre gerade okay so, wenn wir... hier graben würden. Könnten wir hier reingraben. So, ich möchte jetzt aber erstmal nur noch die Steintafel hier freimachen. Wie weit sind wir von den Laufschuhen entfernt? Noch ein Forschungspunkt. Wie weit sind dafür unsere Forscher dafür? Also ja, die sind fleißig am Forschen. Sind sogar schon Level 7 und 6 geworden. Und wir haben wieder genug für eine Steinstatue. Nehmen wir einfach mal die und setzen sie hier drüben hin. Holz und Gold haben wir ja zum Glück noch genug. Nahrung wächst immer noch. Und Forschungspunkt. So, dann würde ich aber mal sagen, wir sind schon ziemlich weit gekommen in der Mission. Wir sind aber auch schon ziemlich lang wieder an dieser Mission dran. Achso, Bäume. Kleiner Glitch. Würde ich fast schon sagen, ich mache jetzt mal... Ihr seid immer noch ganz kalt. Grab weiter in diese Richtung. Unfassbar, eine direkte Antwort. Moment, da steht noch mehr. Oder doch nicht. Vielleicht solltet ihr nach links graben. Lasst uns einfach weitersuchen. Ja. Das war die Steintafel hier. So, bevor ich jetzt einen Cut mache, platziere ich noch hier eine Leiter. So. Und verkauft den Stuhl. Auf der einen Seite habe ich gerade viel Spaß an dem Let's Play. Auch wenn ich teilweise nicht so viel sagen kann, weil es ziemlich ernüchternde Momente sind. Also hauptsächlich grabe ich hier, da ist Stein und so weiter. Hüllt das aus. Ich hoffe, das wird euch nicht zu langweilig auf die Dauer. Ich versuche halt so viel wie möglich zu kommentieren auch. Gerade solche Entwicklerentscheidungen wie Gnome zu töten und so. Die gemeinen Sachen. Ja. Aber ich denke mal, ich werde jetzt dann gleich einen Cut machen. Also drücke ich Escape. Zurück zur Welt. Möchtet ihr vor dem Verlassen des Spiels noch speichern? Ja.
Bis jetzt haben wir noch keine King's Quest abgeschlossen, kriegen also noch keinen neuen Einfluss. Das ist okay. Und dann machen wir einfach das nächste Mal hier in Nordpass weiter und gehen dann in die Magierfestung, die hoffentlich nicht ganz so groß und böse ist, verzweigt wie jetzt der Nordpass. Aber ich glaube, es wird immer schlimmer. Wobei ich weiß, es wird immer schlimmer. Hier stehen übrigens lustige Windmühlen. Und noch mehr Goblins mit Knarren. Ja. Wir haben aber auch Knarren. Nein, haben wir nicht. Haben unsere Jungs aus Hemford haben Knarren. Also, dann würde ich mal sagen, bis gleich.